Heute mal wieder ein Movie von mir, und zwar mein alltägliches, was habe ich so gemacht am Tag, Movie? Geht heute nur eine Minute, denn wir haben heute gemacht nichts. Was hast denn du schon gemacht? Was hast denn du heute schon gemacht? Gezockt. Gezockt. Willst du heute nochmal raus? Okay. Okay, auf einmal? Also, du bist ja einer. Falls euch meine Movies gefallen, gern Abo da lassen, Like, Comments, bitte benimm sie. Ansonsten, wer genau wissen will, wenn ich online komme, müsst ihr noch die Glocke betätigen. So, tja, zum heutigen Tag. Was soll ich euch sagen? Ich bin um 4 heute munter geworden. Bin raus, hab ein bisschen YouTube gemacht. Aber ich habe dann irgendwie die Lust verloren. Und dann wollte ich mal nach dem Stream gucken, weil da halt irgendwas nicht hin. Also ich kann streamen, alles kein Problem, bei Kick. Aber ich kriege auf meinem Streaming-Telefon kann ich keine Nachrichten lesen. Also kann ich im Prinzip nicht raus und kann aus dem Stream machen. Ja. Nach 3-4 Stunden rumfummeln, habe ich es ja doch nicht hingekriegt, wie immer eigentlich. Und ja, dann hatte ich mal kurz eine Phase, wo ich dachte, komm, mach einfach alles neu, neuen Namen, also nicht YouTube, sondern nur für Kick, mach einfach alles neu. Weil ich habe jetzt echt gerade das Problem, dass ich bei der einen Plattform, Restream, kann ich mich nicht. Also ich kann mich ausloggen, ich kann aber die Seite nicht komplett schließen. Also, dass ich da völlig weg bin. Das geht nicht. Zuerst ging es mit dem Passwort nicht. Dann habe ich es endlich hingekriegt, dass ich ein neues Passwort eingegeben habe. Und dann steht immer Fehler, 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 Fehler. Also ich weiß eigentlich, was da los ist. Ja, ich bin jetzt ein bisschen abgenervt. Ich wollte eigentlich... habe ich Otto vorhin gesagt, komm, lass uns ein bisschen am Strand spazieren gehen, der will nicht. Deswegen hat mich das jetzt ganz schön gewundert. Und ja, dann habe ich natürlich auch noch mitgekriegt, dass Fußball die Nacht schon war. Ich war eigentlich auf Sonnabend, den 15., also heute. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Irgendwie komme ich hier überhaupt durcheinander. Aber wir haben doch heute Samstag. Haben wir heute Samstag? Na klar, heute Samstag. Samstag der 15. Ja, ich war wieder durcheinander. Ist ja nicht so wild. Wir müssen mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall heute oder morgen einkaufen. Also heute könnten wir uns noch retten mit dem Essen. Trinken haben wir ja, habe ich euch ja erzählt. Habe ich ja über 30 Liter gekauft. Tja, und... was machen wir heute noch? Ja, weiß ich nicht. Es ist 11.40 Uhr. Ich finde also einen kompletten Ruhetag. Also ich bin halt nicht gerannt, gar nicht. Ich sitze nur hier draußen und mache halt meine Arbeit. Ihr seht es hier. Ja, sitze hier mit Tablett, 2 Telefone und. Und ja, wollen wir mal sehen, ob es was wird. Ich will jetzt erstmal Abstand gewinnen, weil mir das immer zu viel ist. Puh, das ist so mit den Computern. Früher war das irgendwie schöner, da hat sie 1-2 Passwörter und da war gut. Und heute mit der 2, ich lasse es einfach. Ihr wisst genau, was ich meine, wenn du rein willst. Es ist zwar alles sicher und alles schön, aber es sind mittlerweile so viele Passwörter. Wo ist dieses Passwort? Ist es auf dem Computer? Ist es auf dem Telefon? Ist es auf dem Telefon? Ist es auf dem iPhone und Tablet ist immer perfekt. Und Google. Aber ja, was mich so manchmal aufstößt, ist, man geht manchmal in irgendeine Seite rein und dann steht sofort mit Google öffnen, bevor man die Seite überhaupt richtig angeguckt hat, Passwort speichern und dann hat man, oh, ihr könnt es mir mal drunter schreiben, wie es euch so geht. Also am liebsten würde ich manchmal alles wegschmeißen und alles neu machen, aber das geht auch wieder nicht. Und in demzufolge machen wir jetzt einen Werbeblock.
Und dann gehe ich nochmal in mich. Also, Werbung! Oh, ich muss mich revidieren. Ich habe ja doch was gemacht. Ich habe ja zwei Fahrräder. Also eins steht ja noch hier. Ihr seht es hier. Und ich habe ja noch ein Mountainbike. Das stand jetzt ein paar Tage unten im... also, wir haben so einen Fahrradständer vorm Haus. Und da hatte ich mir ja, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, 200 Watt oder was, einen Kindersitz gekauft, wo Otto drauf konnte. Aber der ist vor einigen Wochen einfach abgefallen. Also das Pressspan hat sich wo mit Wasser voll gesaugt, hat einen Kleber aufgelöst und bumm. Also die Befestigung war noch am Fahrrad, aber ja, der Sitz war weg. Naja, habe ich es doch geschafft, bin runter, habe den Sitz neu gemacht, jetzt habe ich es aufs Auto gepackt, jetzt müssen wir nochmal Luft aufpumpen. Das mache ich immer so, da fahre ich immer, wenn ich mein Auto irgendwo, fahre ich zur Tankstelle und dann wird schnell Luft drauf gemacht. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist ein wunderschöner Tag heute. Ich hätte schon mal Lust, am Strand spazieren zu gehen oder auf den Spielplatz. Ansonsten, ja, wissen wir nicht so richtig. Wir werden wahrscheinlich hier heute noch rumgammeln, ein bisschen schlafen, ein bisschen gucken. Mein Körper tut es, glaube ich, auch mal sehr gut. Es ist ja so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir war das früher so, wenn ich im Kraftsportstudio war, hatte ich am nächsten Tag Muskelkater. Und jetzt ist es aber so, dass ich eigentlich zwei Tage später Muskelkater kriege. Ich weiß nicht wieso, warum. Ist wahrscheinlich im Alter so. Also heute habe ich noch nichts. Ist natürlich also, der Muskelkater ist nicht unbedingt sehr gut, weil der Körper stößt da Sachen aus, um das zu reparieren. Also wenn ihr das erste Mal Sport macht, solltet ihr langsam anfangen und womöglich keinen Muskelkater haben. Das Einzige beim Kraftsport, wo ich Muskelkater angenehm finde, ist, wenn du nicht genau weißt, ob du mit denjenigen Übungen auch die Muskel triffst, dann mach drei Wochen gar nichts und dann nimm die Muskel auseinander. Und wenn du am nächsten Tag oder am übernächsten Tag Muskelkater hast, weißt du genau, was du mit dieser Übung trainiert hast. Die, die Sport machen, wissen, was ich meine. Aber es ist ja so, dass man viele Übungen macht und Nebenmuskel mitmacht, zum Beispiel, wenn man die Übung nicht richtig macht, zum Beispiel beim Bankdrücken. Oh, ein bisschen hat es wehgetan hier oben. Dann macht man die vordere Schulter mit. Aber das... Ihr könnt da ja mal nachfragen und machen. Ansonsten, ja, was machen wir jetzt? Ich trinke jetzt noch einen schönen Kaffee. Mein T-Shirt habe ich schon rausgelegt für die nächsten Tage. Ich hätte mir ja mal eins machen lassen. Ihr werdet es im Movie dann sehen. Nur im Vorfeld. Kaffee. Nur mal im Vorfeld, wenn ihr das seht, nicht gleich losschimpfen. Ich sag's jetzt ein paar Mal noch in die Movies vorher. Es sind zwei Zahlen drauf. Und das sind Zahlen. Das sind keine Buchstaben oder irgendwas. Meine Tochter ist 88 geboren. Und 88 ist in Thailand oder beziehungsweise Asien eine Glückszahl. Man sieht das ja immer wieder. Und ja, wie gesagt, hier stört sich ja keiner dran, deswegen, ich hoffe, ihr auch nicht. So, in dem Sinne würde ich sagen, willst du auch noch was sagen? Wir haben noch hier ganz schnell eine Minute, ich muss mal meine Schuhe kleben. Bye-bye. Bye-bye, wir sind noch gar nicht fertig. Ich bin vor... Hallo, Leute, guten Morgen. Wer kennt das von seinen Kindern? Wenn die Kinder zocken sind, da haben sie keine Zeit. Da will er eigentlich mit Oma sprechen oder mit sonst irgendjemandem. Wenn er zockt er außer. Er spielt ja Roblox. Ich habe mir das auch auf meinem Tablet runtergeladen, um halt ab und zu mal mit ihm mitzuzocken. Dann ist er natürlich begeistert.
Aber ich mag's gar nicht. Ich mach's manchmal nur wegen ihm. So, Zeit rumgekriegt, würde ich sagen, Werbung. So, hier sind wir wieder. Es ist 17.31 Uhr. Ich werde jetzt dann gleich fertig machen. Hochladen. Und was haben wir so gemacht heute? Ja, wir haben eigentlich nur gefaulenzt. Ein bisschen geguckt. Schulaufgaben müssen wir da machen, ne? Aber das können wir auch morgen früh machen. Ansonsten haben wir uns heute mal echt Ruhe gegönnt. Fußball geguckt. Ja, heute früh das bisschen. Das wisst ihr, was er da gemacht hat. Und eben waren wir schon mal schnell draußen. Ich habe ja das Fahrrad wieder flott gemacht, allerdings Reifen, wollte ich Luft drauf pumpen. Ja, meine Luftpumpe geht hier nicht, die ist fürs Sportrad. Und ja, das sind wir zur Tankstelle gefahren, allerdings eine Luftsäule war kaputt und die andere, ja, da ist mir aufgefallen, dass man mir diese kleinen Rädchen, die nicht die Plastikschrauben, dass es die Luft rauskommt, sondern das Rädchen, wo das Ventil nochmal hält, das, was aus dem Reifen rauskommt, weg. Ja, dann ging das natürlich auch nicht, da sind wir wieder nach Hause gefahren. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich muss ich mal hier unten nachfragen, ob da eine Luftpumpe hat. Ansonsten wüsste ich nicht, oder ich probiere es nochmal. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt erstmal gesehen, dass wir es bis zur Tankstelle nur so einen halben Kilometer haben. Da könnte ich einmal früh hochlaufen, mal probieren. Morgen werde ich ja wieder ein bisschen laufen, mal sehen. Oder ich nehme das ganze Wochenende frei, das werden wir überhaupt noch sehen. Ansonsten, ja, werden wir heute noch relaxen. Gekocht haben wir schon ein bisschen. Hast du Hunger? Ja. Ja. Oh. Würdest du einmal vielleicht irgendwann Nein sagen? Nein, ich habe keinen Hunger. Okay? Okay. Ja. Ja, da werden wir mal sehen, was wir nachher noch machen. Ich wäre ja für Fahrrad und Fahrrad, Motorbike und KFC, aber das müssen wir sehen. Wir wollten natürlich heute einkaufen gehen, das haben wir auch irgendwie vermasselt, deswegen müssen wir mal gucken, was wir machen. Ja, ich würde sagen, morgen, ich war in Nakloa, hab so 33 und so 31 aufgenommen, allerdings so Hilfe, 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 sag ich euch. Es sieht nicht sehr schön aus. Wobei mir sich immer die Frage stellt, was man hier neuerdings alles hinbaut, so riesengroße Hotels. Da kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass die auch voll wären. Aber naja, werden wir mal sehen. Es ist ja zwei riesengroße Viertel in der Soi 31 und 33, also Nakla Rot. Und ja, werden wir mal abwarten. Ich bin ja immer da, ich werde das filmen, dann werden wir mal sehen, was da abgeht. Ich denke mal, das eine wird ein Einkaufszentrum und das andere wird ein Hotel. Naja, in dem Sinne würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, macht's besser wie ich und ja, werdet alle glücklich. Willst du auch noch was sagen? Ja, alle glücklich. Alle glücklich, wo bist du überhaupt? Da sitzt er doch und zockt. Also, ich würde sagen, freut euch auf das Movie morgen. In dem Sinne, euer Tattoo-Mann. Bye, bye. Leute, das neue Video geht da! Oder zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist!
ist es? Neues Movie? Oder da. Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden. Yeah. Und nicht vergessen, Abo. Abo. Abonnieren. Naja, irgendwo. Abo.